Heute möchte ich euch was Neues von Ajax vorstellen, nämlich den Live Quality Sensor. Was das überhaupt ist und wozu man das Teil überhaupt braucht, das sehen wir nach dem Intro. Mein Name ist Dirk Kordus von Sicherheitstechnik Kordus. Ich beschäftige mich schon seit über 20 Jahren mit Sicherheitstechnik und ich möchte euch da einfach immer mal auch so auf dem Laufenden halten. Deswegen an der Stelle schon mal danke dafür, die alle, die den Kanal abonnieren. Das ist für mich der Antrieb weiterzumachen, um euch im Thema Sicherheitstechnik auf den Laufenden zu halten. So, jetzt muss ich erstmal ein bisschen ins Bild reinrücken und dann geht's los. Ajax haben wir uns bestellt, den Live Quality Sensor. Was ist Ajax überhaupt? Ajax ist ein Sicherheitssystem, Einbruch, Wasser, Gas etc. pp. Und jetzt haben die einen Live Quality Sensor rausgebracht. Aber wozu brauche ich dieses Teil? Dieses Teil ist eigentlich zu dem Schutz der Produktivität gedacht. Das heißt, ist im privaten Bereich jetzt nicht so das Produkt. Wird sich vielleicht der ein oder andere nicht unbedingt zu Hause hängen. Es sei denn, ihr wollt wissen, wie ist eure Luftqualität. Deswegen Arbeitnehmer und Arbeitgeber aufgepasst. Oftmals kommen die Anforderungen an euch zu sagen, Mensch, wie ist denn die Luftqualität bei uns auf Arbeit? Wir müssen dazu Nachweis führen und dann geht das groß los. Wie soll man das tun? Und unter anderem gibt es da diesen Ajax Live Quality Sensor. So, was macht der überhaupt? Der macht Folgendes. Der tut die Temperatur messen, den CO2-Gehalt und die Luftfeuchtigkeit. Und das schon, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, militärischer Genauigkeit. Warum sind diese Werte so wichtig? Temperaturen, ihr wisst selber, kann ich mit einfachen Dingen überwachen. Sollten wir irgendwo zwischen 16 und 23 Grad auf Arbeit sein, damit wir uns endlich am Arbeitsplatz wohlfühlen. CO2 ist da schon ein bisschen was anderes. Dieser Sensor wird dann, wie gesagt, entsprechend kalibriert. Ich zeige euch dazu auch immer mal was nebenbei hier laufend. CO2 sieht schon ein bisschen anders aus. CO2 ist ja grundsätzlich ein farbloses, geschmackloses und farbloses Gift. Aber Achtung, wir brauchen es zum Leben. Aber wie immer mit allem macht es die Dosis. Deswegen sieht man ganz genau, wann ist Arbeitsbeginn, wann geht das nach oben. Und jetzt für euch Arbeitgeber, wenn ihr also die CO2-Belastung im Raum zu habt, dann werden alle so ein bisschen drinig und es geht alles ein bisschen langsamer und deswegen Schutz der Produktivität. Dann gibt der Ajax ein Signal. Spätestens dann sollte man mal lüften. Und das Gleiche gilt natürlich auch für die Luftfeuchtigkeit. Und auch die sollte sich in einem gewissen Rahmen halten. So ungefähr bei 60% maximal ist mal drüber, Ausatemluft etc. pp. Dann wird es auch unangenehm im Raum. Und das wollen wir vermeiden. Und deswegen kann man als Arbeitnehmer sagen, Mensch, das wäre schön, ich fühle mich auf Arbeit nicht wohl, kann es an der Luft liegen. Dann ist das mit zum Teil relativ schnell gelöst, das Problem. Wir hatten jetzt erst so eine Anforderung, da waren die Mitarbeiter etc. pp., Kopfschmerzen und so weiter. Dann hat man mal rausgefunden, der Mensch, der Raum, da hätte es jetzt noch nicht studiert haben, sitzen im Raum sehr viele drin, hier könnte es was mit der Luftqualität zu tun haben. Also haben wir so einen Sensor reingemacht, den kann man entsprechend anbringen. Der kann auch weiterziehen von Raum zu Raum, dass man das immer mal durchmacht und hat dann auf dem Telefon eine entsprechende Auswertung. Das Ganze kommuniziert kabellos mit der Ajax-Zentrale. Das heißt, wenn ihr schon ein bestehendes System habt, bindet das mit ein. Habt ihr noch kein System, kann man natürlich auch so eine Ajax-Zentrale und so ein paar Live-Sensoren in Großraumbüros natürlich super einsetzen, ohne da groß Kabel ziehen zu müssen. Das wollte ich euch ganz fix neu zum Live-Quality-Sensor erzählen. Wie immer, wenn es dazu Fragen gibt, ich habe ja auch schon ein paar Videos gemacht zu Ajax. Was gibt es da noch? Wassermelder, Rauchmelder, Wasserstopp, ganz wichtig, was nützt mir das, wenn das Wasser meldet und noch 3 Stunden weiterläuft? Rauchmelder, Bewegungsmelder mit Bild, Bewegungsmelder ohne Bild, Vorhangmelder, Mikrowellen, Zweikammer-Rauchmelder, heißt es ja nicht gesehen. Also zigtausend Varianten, deswegen für mich derzeit eins der schönsten Systeme, was die Komponenten betrifft, die Zuverlässigkeit betrifft, die Optik betrifft und die Verwaltbarkeit betrifft und auch, dass der Kunde alles relativ selber auf dem Telefon hat. Länger will ich euch heute nicht vom Video-Bildschirm festhalten. Ich sage danke fürs Zuschauen. Ich freue mich, wenn ihr es abonniert. Tschüss, bis zum nächsten Mal.